Das da ist der richtige. Jessie aka Jessie Blugray, man kennt mich halt von TikTok, da mache ich ganz gerne DIYs und Zimmer-Umstylings. Und ich bin heute bei Obi, aber das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, was ich machen muss. Ein bisschen Angst davor. Hi, ich bin Shirley, ihr kennt mich wahrscheinlich von TikTok oder YouTube. Mein Name ist How to Shirley auf den Plattformen und ich bin heute bei Mach mal mit Obi. Mein ADHS kickt, ich will jetzt los. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh. Wow! Leute, ich bin ready. Ich will unbedingt was machen. So, es kribbelt mir schon unter den Nägeln. Und ich kriege so eine Brille und ich sehe gar nichts. Leute, wünscht mir bitte Glück. Okay, ich bin ready. So voll witzig, wenn sie das erste Mal so in echt sehen. So. Ja, das ist irgendwie immer so ein bisschen surreal, wenn man Creator, die man die ganze Zeit auf der For You-Page hat, dann plötzlich same. Ich denke dann immer so, die sind so echt, man kann die so anfassen. Die gibt es so in echt auch, so voll crazy. So. Bin ready. Bist du ready? Ja. Let's go. Okay, also ich würde sagen, wir gucken mal nach, was uns erwartet. Oh, ein bisschen Angst. Oh Gott, oh, ein Skateboard. Wow! Oh, oh, wie cool. Oh mein Gott, da ist Julia drauf. Oh, wie geil. So, ich liebe es zu skaten, deswegen Skateboard. Das ist aus Gläsern. Das ist ein Gläser. Nice, das machen viele so ein Licht aus Skateboard. LED-Lichter, Gläser. Liebe Jessie, liebe Shirley, willkommen beim großen Mach mal mit Obi DIY Date. Nice. In diesem Moment seht ihr es vor euch, dieses wunderschön abgecycelte Skateboard. Beautiful. Also wenn das nicht beautiful ist, sorry, weiß ich nicht. Wie sieht's aus? Bau das doch mal nach, ist doch easy. Ja klar, so ein Skateboard bauen, ganz easy, ne? Können wir. Ja. Am Ende soll es davon auf jeden Fall zwei geben. Das soll euer Ziel für heute sein. Shirley, du müsstest ja ganz gut wissen, wie man die Dinger kaputt bekommt oder zumindest zusammenschraubt. Und du, Jessie, hast sicher eine Idee, wie man dieses noch recht schmucklose Deck ein bisschen verschönern kann. Vereint eure Kräfte, dann kommt ihr ganz bestimmt zum Ziel. Rockt diesen Stunt als Team. Für eure Aufgabe dürft ihr alles, was ihr im Raum um euch herum findet, benutzen. Aber lasst euch nicht zu lange Zeit beim Stöbern, denn sobald ihr beginnt, habt ihr genau 60 Minuten Zeit, um die Challenge zu absolvieren. Eure Julia und Moritz. Oh Gott, eine Stunde? Ja, easy! Ich habe jetzt schon Angstschweiß. Oh, wir müssen das Deck komplett selber bauen? Nein. Ach so, es liegt ja oben. Oh Gott, ich habe doch keine Angst. Okay, also ich glaube, Leute, als erstes brauchen wir Farbe, weil so ein blankes Ding, nee, das ist viel zu langweilig für uns. Wir brauchen dick, fett Farbe. Okay, Jessie kennt sich gut mit Farben aus, deswegen sucht ich die so, aus. Also machen so Rot, Tomate für Shirley und Blau für mich, weil ich liebe Blau. Ich fühle voll den Zeitdruck irgendwie. Du so voll chillig, ich so auf 180. Also nicht zu nah hingehen, weil sonst verläuft, sondern wird so. Einfach so ein bisschen Sicherheitsabstand. Okay, erstmal Grundlage blau, okay? Ja, wir machen die Grundlage blau. Warte, so? Du musst mir so ein Tutorial geben. Ich so erstmal. Ja, und ein bisschen bewegen, damit es gleichmäßig ist. Nicht zu nah hingehen, sonst tropft's. Ich so, ich will das Blau behalten. Ich liebe diese Dämpfe, sorry. Echt? Oh ja, ich liebe. So, wir haben nämlich Zeitdruck. Oh nein, das war voll dumm eigentlich mit dem Sprühen. Wir haben keine Zeit. Shirley, gib uns mal ein Update, wie ist der Stand? Also das Board trocknet hinten und wir machen mit dem nächsten Step weiter, weil wir haben ja Zeitdruck. Ja, deshalb, wir beeilen uns. Okay, wir nehmen jetzt diese viereckigen kleinen Holzdinger und die Gläser und schauen, dass wir das schon mal zusammenbauen. Boah, es erinnert mich so an die Schule. Ich hoffe, mein Lehrer sieht das, der war stolz auf mich. Ich hatte in Werk eine 3. Echt? Ich hatte halt so eine 4. Okay. Sieht so ein Bohrer aus? Nope. Oder ist voll irritiert? Da muss man irgendwas reinstecken, glaube ich. Nee, das sind die Schrauben. Aber ich glaube, das ist schon das da. Jawohl, schau. Ach, die Dinger, sollen wir mal alle mitnehmen? Wir sind gar nicht überfordert. Überhaupt gar nicht. So, ich habe überhaupt keinen Angstschweiß. Okay, dann bohren wir jetzt hier mal ein paar Löcher rein. Wir haben jetzt die richtigen Bohrköpfe. Ja, das X passt hier schon mal. Willst du es schon mal so ein bisschen markieren? Weißt du, so irgendwie. Ja, voll, hier ist nix. Das ist die Mitte. So, diese Kante so. Ah, so ready. Das ist doch die Mitte. Oha, du bist richtig ready schon. Cool. Okay, dann brauchen wir das Band. Da sollten wir jetzt die Löcher reinbohren. Kann man das irgendwie da einfach reinmachen, ja, oder? Leute, wir sind jetzt ready zu bohren, Shirley. Ich gebe dir den Vortritt. Warte, ich halte es einfach fest. Oh mein Gott, ich habe voll Angst, wenn du das hältst. Du schaffst, ich habe Vertrauen in dich. Ist da schon ein Loch drin? Nein. Nein. Leute, wir sind so halb durch. Okay, gib mir mal Power. Okay, ich muss jetzt richtig Power geben. Das jetzt. Oh, wie kriegen wir das jetzt raus? Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir machen so einen Zaubertrick. Wir schnipsen und dann sind die Löcher fertig. 3, 2, 1. Wow! Wow, ist einfach fertig so.
Wir sind einfach fertig, Leute. Sehr gut. Okay, als nächstes, während das Skateboard trocknet, schauen wir uns mal diese Lampen hier genauer an. Okay, wie funktioniert das? Die sind miteinander verbunden. Oh. Das geht und da durch. Hier hinten ist der Akku. Ah, okay, das ist schlau, okay. Kompliziert. Zu kompliziert für uns. Sollen wir es einfach kleben? Leute, wenn ihr dieses coole Skateboard auch mal nachmachen wollt, dann geht auf obi.de/machmal. Da seht ihr dann die Anleitung, vielleicht nicht ganz so kompliziert wie bei uns, ja. Okay, und da wir zu schlecht zum Bohren sind, würde ich sagen, wir kleben. Wir kleben, safe. Okay, auf zur heißen Pistole. Wir können das gar nicht kleben, sonst können wir ja diese Dinger doch, gar nicht durch. Doch, wir kleben das. Das ist doch wegen dem Kabel miteinander verbunden. Okay. Okay, warte. Oh, ich krieg Angst, Scheiße. Warte mal, die zwei. Das ist ja gar nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Okay, warte, die zwei, das sind unsere. Ne? Aber ich glaube, mit Anleitung ist es einfacher. Also ja, lest die Anleitung. Also Leute, wir holen jetzt das Board und es geht weiter. Ich glaube, es ist schon trocken, oder? Was denkst du? Ja. Yes. Okay, es geht. Leute, guckt euch mal bitte dieses Blau an. Wie geil sieht das bitte aus? Okay, cool. Wir müssen jetzt erstmal diese Sachen hier draufschrauben und dafür müssen wir die Löcher hier haben. Und deshalb müssen wir erstmal die markieren, die Löcher. Ganz schön mittig. Es muss nur funktionieren so. Ja. Es muss funktionieren. Es kommt auf die inneren Werte drauf an. Es soll ja nur leuchten am Ende. Ja, das ist das Wichtigste. Wir haben gar nicht so viele Erwartungen. Okay, das. Sollen wir das dann gleich bohren? Ja, oder? Okay, komm, dann bohren wir das mal. Das heißt ja richtig. Ein bisschen Angst vor dir, aber okay. Wir brauchen jetzt das. Okay, Leute, wir haben einmal eine Frage an euch, und zwar... Was ist eure Lieblingsfarbe? Kommentiert es super mal gerne in die Kommentare. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot, wie ein Brometto natürlich. Und deine? Blau. Ich glaube, sieht man so ein bisschen. Sehr gut. Und da das Board jetzt noch ein bisschen zu langweilig aussieht, malen wir da, glaube ich, noch ein bisschen was drauf. Ja, wir brauchen so ein paar Tomaten, dann müssen wir mehr Würze. Oh, die groß ist die. Boah, ich fühle mich gerade bei so einer Klassenarbeit, so keiner redet, alle konzentriert. Also sorry, wenn der Kreis nicht perfekt ist, Leute. Hä, der ist endgut. Oh, die Tomate ist endcute. Dankeschön. Hat jetzt Augen. Aber ich frage mich eh immer, wenn ich irgendwen bei mir im Haus bohren höre, wie oft bohren denn die Leute? Oh, mein Nachbar, wirklich, der gibt mir immer ein Konzert. Ich denke mir so, okay, irgendwas reicht. Was bohrt ihr alle zu Hause? Kommentiert es mal, was habt ihr als letztes gebohrt? Weil woher kommen die Geräusche? Gar nichts. Und sie klebt alles. Wollen wir unterschreiben? Aber du unterschreibst und ich mache noch diesmal das auf der anderen Seite. Dann ich einmal die Unterschrift. Okay. Noch deine Unterschrift. Dann diese Gesichter sind endcute. Okay, let's go. Einmal Autogramm. Autogramm? Ja. Und eine Tomate noch. Klassiker. Okay, perfekt. Let's go, let's go. Okay, perfekt. Okay. Einmal kurze Tour. Kurzer Zwischenstand-Check. Lieben wir, oder? Ist richtig nice. Okay. Sag mal, wie ihr es findet. Okay, das kommt, müssen, glaube ich, echt beeilen. Okay, jetzt die Räder. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen hier erstmal die Löcher rein. Ach so. Bohren. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Es ist Zeit für Plan B. Wir haben keine Zeit mehr, deshalb machen wir hier noch ein Loch rein und dann. Stecken wir einfach die Lichterkette durch. Ja, und wir machen einfach so und dann sind es quasi Räder. Wir machen das auf unsere Art. Auf unserer, individuell. Okay, let's go. Okay, wir bohren. Okay, ich presse einfach mein ganzes Gewicht drauf und du bohrst. Okay, ich bohre hier einfach mal ein Loch rein. Wir einfach, okay. Profi. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ich hab alles. So, hier den Dreck. Geschafft. Wir haben noch ein Loch. Ich bin gar nicht so. Egal, das muss niemand sehen, es wird Wanddeko. Kriegst du es raus? Wir haben ein paar kleine technische Probleme. Einen kurzen Moment, Ladies und Gentlemen. Yes! Wie hast du das geschafft? Gut. Okay, jetzt geht's schnell weiter. Ja. Jetzt haben wir die Gläser, unsere Räder und wir brauchen LED-Lichter und dann sind wir fertig. Okay. Ihr zu Hause habt ja keinen Zeitdruck, deswegen könnt ihr euch da Zeit lassen, nicht so wie wir. Das hatten wir jetzt so geplant. So, okay. Dann, das Ding kommt ja hinten durch, gell? Ich verstehe. Das können wir ja schon mal irgendwie ankleben, oder? Das kleben wir safe. Ja. Wir kleben heute wir alles. Wir kleben alles. Ich glaube, wir machen einfach so. Okay, Jessie, ich vertraue dir. Okay, so, Shirley? Ja. So gut aus. Yes. Okay, andere Seite. Jawohl. Seit wann kannst du jonglieren? Hey. Bisschen. So jonglieren können wir, aber bohren können wir nicht. Wenn wir verlieren! Nein, okay. Okay, wir haben.
Das ist eine Reanimation. Dann kommen die Lichter einmal hier so durch. Wir haben gar nicht getestet, ob die angehen. Ansonsten können wir ja die Batterie austauschen. Bestimmt. Ja, ja. Klar, wir haben ja noch genug Zeit. Ne? Wir mussten ja nicht auf Plan B umsteigen. Wir sind gar nicht im Zeitplan. Nein, gar nicht. Ich schwitze auch überhaupt gar nicht. Soll man dir helfen, oder? Ich weiß gar nicht. Go, Jessie. Ich mach es drauf. Es ist drauf. Sehr gut. Okay, Rad Nummer 1 ist am Start. Es sieht ähnlich aus. Okay. Man kann damit ja eh nicht fahren. Deswegen ja, das Kleben es ist meiner für Meinung die Optik. Nach voll okay. Let's go. Klebt sie noch? Hast du dich schon oft mit Heißkleber verbrannt? Ja, meine Finger sind eigentlich quasi verbrannt. Oh, ja, dann aufpassen. Leute, Trommelwirbel, das ist einmal unser fertiges Skateboard. Können wir darüber reden, wie nice das aussieht? Und jetzt müssen wir es nur noch anschalten. Antasten. Warte. Wie findet ihr das? Es sieht ähnlich aus. Stell euch mal das vor, so über so einer Couch im Wohnzimmer. Also meine Eltern würden es lieben. Es wird übelst schön aussehen. Wir sind gespannt auf eure Skateboards, falls mal jemand nachmacht. Ja. Yes. Also vom Lichter-Skateboard zum echten Skateboard. Und ich zeig der Jessie jetzt, wie man damit fährt. Leute, ich fahr einfach. Okay, Leute, wir haben es einmal auf diese Weise gebaut, so ein bisschen individuell. Aber wenn ihr sagt, wir wollen es auf diese Weise machen, dann könnt ihr mal auf www.obi.de/machmal. Und da findet ihr die Anleitung, wie das ganze Board richtig gebaut wird. Ja, ihr habt ja auch nicht den Zeitdruck wie wir, deshalb müssen wir auf Plan B umsteigen. Aber das sieht auch ziemlich nice aus. Ja, je nachdem, welches ihr wollt. Ihr könnt beides jetzt nachbauen. Ja, oder beides, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, DIY, yes. Ja, ich glaube, wir sind beide so ein bisschen chaotische Energie und wir ergänzen uns ganz gut. Aber sehr artsy ist die Jessie und deswegen harmoniert das ganz gut. Ja, ich finde auch, du kannst besser bohren, ich kann besser kleben. Ich glaube, wir passen ganz gut. Unsere Vibes sind auf einer Wellenlänge. Gerne wieder. Okay, abonniert super gerne den Kanal von Obi und lasst ein Like da. Und jeden Montag, Mittwoch und Freitag gibt es neue Folgen. Also seid gespannt und nächste Woche geht's weiter. Ich bin schon voll gespannt. Ja. Schaut gerne vorbei. Ich schaue auf jeden Fall rein. Ich bin auch da, deshalb ich hoffe, ich warte auf euch.